herzliches Willkommen. Wir sind bei Dienstag, 20. September 2022. Wir haben weiterhin Sonne und Venus in der Jungfrau. Wir haben den Merkur rückläufig in der Waage. Und wir haben bis 20 vor 11 heute Abend den Mond weiterhin im Krebs. Das heißt, sensitiv bis überempfindlich. Danach wechselt der Mond dann in den Löwen. Wir haben ein Trigon zwischen der Venus und Uranus. Da haben wir ja Venus in der Jungfrau, Uranus im Stier rückläufig. Da ist eine Energie, Erdenergie, Pragmatismus, aber auch das Neue, Veränderungen sind da drin in Beziehungen, egal ob privat oder beruflich. Venus steht ja auch für die Finanzen. Wir haben die Sonne im Sextil zum Mond. Das bedeutet Sonne in Jungfrau im Sextil zum familiären Krebs. Das bedeutet, dass man eben hier auch sehr aufeinander zugehen kann, gute Gespräche führen kann und dass man eben, ja, ich sag mal, miteinander einiges bewegen kann, auch auf Gefühlsebene, also Sensitivität. Gar nicht schlecht, sollte man natürlich nutzen. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Wir schauen uns das jetzt noch in den Karten an. Bis gleich. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind bei Dienstag, 20. September 2022. Die Sonne und die Venus befinden sich weiterhin in der Jungfrau, der rückläufige Merkur in der Waage. Wir haben heute eine Energie von Venus und Uranus, die eben auch in partnerschaftlichen Bereichen natürlich für Veränderungen im positiven Sinne sorgen. Ein Trigon ist das, also Veränderungen im Gefühlsbereich, aber auch in den Finanzen könnte drin sein. Wir haben die Sonne im Sextil zum Mond. Der Mond ist weiterhin im Krebs bis etwa 20 vor 11 heute Abend. Dann wechselt der Mond in den Löwen. Also ich denke mal, eine harmonisierende familiäre Energie. Man muss nur mit seinen Worten vorsichtig sein, denn die Mondenergie im Krebs ist sehr empfindlich. Was haben wir für den Widder am heutigen Tag? Intuition. Eremit, ja, Sonne und Venus ist ja in der Jungfrau und ach, der Schwerter. Man ist so ein bisschen irritiert von den ganzen Energien. Man sollte sich von seinem Bauchgefühl leiten lassen, ja, was man fühlt, nicht was gesagt wird oder getan wird. Es ist wichtig, dass man eben auch in sich geht und überlegt, was jetzt wichtig und relevant ist, auch wenn man nicht direkt eine Lösung hat. Ja, also man muss nicht immer direkt eine Lösung parat haben. Die Situation ist die, wir wollen uns ein Urteil bilden über die Situation. Wie gesagt, es ist keine letztendliche Entscheidung. Es ist ein, wie soll ich sagen, eine Momentaufnahme, über die wir uns ein Bild machen sollten. Also die wieder in Beziehungen vielleicht auch wie es weitergehen soll, wie du selbst persönlich vorgehen möchtest. Wichtig ist dein Bauchgefühl, deine Intuition, was sagt sie dir? Und wie stehst du dazu, wenn du irritiert bist? Dann halte das jetzt einfach mal als Momentaufnahme fest. Kann sein, dass du dich in den nächsten Tagen dahingehend weiter entscheidest. Viel Erfolg dabei, einen schönen Tag und bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind heute bei Dienstag, 20. September 2022 mit Sonne und Venus natürlich in der Jungfrau. Das ist sehr schön für dich als Stier. Jedoch haben wir Merkur weiterhin rückläufig in der Waage. Da ist natürlich Vorsicht geboten in der Kommunikation, dass man eben ja vielleicht nicht aneinander vorbeiredet. Der Mond ist im sensitiven Krebs, ähnlich wie gestern. Man muss aufpassen, dass man selbst nicht übersensibel ist und auch das Gegenüber, also zaghaft sich vorwagen. Wir haben auch eine Energie zwischen Venus, die sich ja in der Jungfrau befindet, und dem Uranus im Stier rückläufig. Das bedeutet eben, dass man da vorankommen kann im partnerschaftlichen Bereich. Und wir haben heute Sonne und Mond im Krebs, haben wir dann auch ein Sextil. Gegen 20 vor 11 heute Abend wechselt der Mond dann in den Löwen. Bis dahin vorsichtig Sensitivität. Was haben wir für den Stier? Ganz viel Liebe. Schön. Wir haben 10 der Münzen. Also 10 der Kelche, 10 der Münzen und Ritter der Stäbe. Man darf gerne was riskieren, wenn man sich seiner Gefühle bewusst ist, wenn man
weiß, wen man vor sich hat, wenn man jemanden für sich vielleicht auch gewinnen will oder jemandem mitteilen möchte, wie gern man ihn oder sie hat. Wir haben die Königin der Schwerter. Aufrichtigkeit ist heute das große Gebot. Nun, wie gesagt, mit der rückläufigen Energie des Merkur in der Waage sollte man natürlich seine Worte gut wählen, dass das eben auch nicht falsch rüberkommt, ja. Und ja, ich denke mal, dass du darauf schon hingearbeitet hast, dass ihr in der Beziehung, ob jetzt geschäftlich, privat oder beides, stabil und sicher seid. Und es geht darum, dass man eben offen und aufrichtig zueinander sein kann. Zumindest kannst du dir selbst überlegen, wie wichtig dir das ist und wie du weiter vorgehen möchtest. Entsprechend authentisch kommst du ja dann auch rüber. Hab einen schönen Tag, viel Erfolg und bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind bei Dienstag, 20. September 2022 mit Sonne und Venus in der Jungfrau. Verlässlichkeit, Genauigkeit, Pragmatismus, ein bisschen dröge, aber es ist wichtig, dass man sich aufeinander verlassen kann. Du hast auch mit den Neptun in den Fischen rückläufig zu kämpfen. Also es ist wichtig, dass du dich an die Realität hältst und gar keine Luftschlösser baust oder Versprechungen machst. Wir haben heute mit Uranus und der Venus eine Energie, dass man in Beziehungen vorankommen kann. Das kann geschäftlich sehr von Vorteil sein, aber auch natürlich privat. Wir haben Sonne, Sextil, Mond. Wir haben den Mond im Krebs bis 20 vor 11 heute Abend. Dann wechselt der Mond in den Löwen. Natürlich hast du auch den Mars im eigenen Zeichen. Bitte nicht verzetteln. Schön langsam machen mit der Erdenergie, auch gerade in Bezug auf andere Personen. Und wie gesagt, nichts versprechen, was man nicht halten kann. Wie sieht's aus für die Zwillinge? Geselligkeit oder Gesellschaft? Sehr positiv, ja. Die Resonanz ist sehr positiv aufeinander und natürlich liebevolles Entgegenkommen. Die Fürsorge ist natürlich im Mond, im Krebs auch drin, dass man sich umeinander kümmert, ja, und dass man auch liebevoll zueinander ist. Und wir haben die zwei der Stäbe. Ich denke mal, es geht darum, dass man sich irgendwo einig wird, dass man irgendwo weiß, wo man hin möchte und wo man sich noch nicht einig ist, aber gewillt ist, einen Kompromiss zu finden in naher Zukunft, ja. Wie gesagt, das kann geschäftlich sein, das kann aber auch privat sein. Also ich denke mal, eine sehr schöne Energie, auch für Beziehungen. Es geht um Verlässlichkeit, aber es geht auch darum, dass man liebevoll miteinander umgeht und auch, wie gesagt, sich ein bisschen fürsorglich betätigt. Also gegenseitig natürlich, ja. Und dass man da auch eine sehr schöne Energie hat an diesem Tag, die man ausgiebigst nutzen sollte, um aufeinander zuzugehen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, einen schönen Tag und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind heute bei Dienstag, 20. September 2022 mit Sonne und Venus in der Jungfrau. Da geht es ganz pragmatisch zu. Um Verlässlichkeit geht es auch, um Perfektionismus, was nicht so schön ist. Aber wir haben den Mond im Krebs. Das ist für dich dann wieder sehr heimelig, sehr familiär, sehr schön. Also ich denke mal, man kann gut aufeinander zugehen. Zumal ja auch Uranus und Venus entsprechend agieren und gute Gespräche und Zielsetzungen füreinander bevorraten. Also man kann da einiges tun. Wir haben auch die Sonne und den Mond im Sextil zueinander. Um 20 vor 11 heute Abend wechselt der Mond allerdings in den Löwen. Ich denke aber, bis dahin kann man sich gut miteinander arrangieren. Wir dürfen nicht vergessen, Merkur ist rückläufig in der Waage und sorgt vielleicht für die eine oder andere Verwirrung oder dass man was falsch versteht. Denkt dran. Und der Mars in den Zwillingen kann auch für ein bisschen, Unruhe sorgen. Klar, dass viel los ist oder so. Was haben wir für den Krebs am heutigen Dienstag? Eigenliebe. Ja, kümmere dich wohlwollend um dich selbst, um deine Gefühle, auch um deine Intuition natürlich. Und du bist ja sehr liebevoll. Wir haben die 5 der Schwerter. Da geht es vielleicht um einige Kritikpunkte oder Dinge, die man verändern möchte. Es ist wichtig, strategisch vorzugehen und nicht mit der Faust auf den Tisch zu hauen, sondern liebevoll aufeinander zuzugehen und vielleicht auch gegenseitig sich zuzuhören, was man möchte. Das gilt für einen Job genauso wie für privat. Es geht darum, dass man sich damit auseinandersetzt, wo man hin möchte und wo man da kompromissbereit ist und wie man das erlangen kann. Intuition ist natürlich wie immer beim Krebs groß geschrieben.
Dein Bauchgefühl leitet dich oder gibt dir den Hinweis auf den richtigen Weg, wo es hingehen soll oder hingehen könnte. Und du kannst dich ja dann mit deinen Mitmenschen wunderbar arrangieren. Zumindest wäre das zu wünschen. Ansonsten lässt du dir ein bisschen Zeit damit. Nichts hastig, nichts unüberlegt und natürlich auch verlässlich und realistisch. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, einen schönen Tag und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind heute bei Dienstag, 20. September 2022, Sonne und Venus. Wie gehabt in der Jungfrau, da geht es um Realismus, Verlässlichkeit, auch ein Stück weit Kontrolle, Kritikfreude, klar. Wir haben den Mond im Krebs, das ist auch sensitiv, empfindsam bis überempfindlich. Auch da sollte man Acht geben mit Merkur rückläufig in der Waage. Ich denke mal, dass du damit zurechtkommst, wenn du nicht zu selbstgerecht auftrittst. Wir haben den Mond im Krebs bis etwa 20 vor 11, dann wechselt der Mond in dein Zeichen heute Abend. Ja, wir haben natürlich Mars im Widder, klar, Durchsetzungskraft und man kann viel schaffen, aber man muss eben akribisch arbeiten, verlässlich sein und natürlich auch fürsorglich. Das ist ganz besonders wichtig. Wir schauen uns jetzt mal an, was wir für den Löwen am heutigen Dienstag haben. Wir haben auch Sonne und Mond im Sextil. Wir haben Venus im Trigon zu Uranus. Da kommt man ganz besonders gut in Beziehungen auf eine gute Basis. Was haben wir für den Löwen? 9 der Kelche, Wunscherfüllung. Das Gericht, die Dinge beurteilen, wie sie sind, nach Sachlage. Und liebevolle Fürsorge, das ist sehr schön. Man kümmert sich oder wird bekümmert, ja, und geht aufeinander ein. Also das ist ja auch das, was du dir wünschst. Man bleibt trotzdem mit dem Gericht sachlich, ja, aber Gefühl ist dabei, ja. Und die 8 der Kelche bedeutet ja, man geht neue Wege. Man versucht vielleicht auch miteinander neue Wege zu gehen. Gesagt, wie also beruflich oder auch privat, ja, dass man es auf eine andere Art und Weise versucht, die Dinge zu regeln, die Fakten vielleicht anzugehen oder Einigungen zu erzielen, die Dinge aus einer anderen Sichtweise, Perspektive zu sehen und miteinander auch, ich sag mal, positiv klarzukommen. Finde ich eine schöne Energie. Man kann daran arbeiten, man kann das versuchen, so ein bisschen aufeinander zuzugehen. Man muss halt nur in der Kommunikation wegen der rückläufigen Merkur-Geschichte aufpassen. Hab einen schönen, liebevollen Tag und ich sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind heute bei Dienstag, 20. September 2022 mit dem eigenen Zeichen in der Sonne und in der Venus. Da sollte es partnerschaftlich sehr gut laufen. Wir haben natürlich Merkur rückläufig in der Waage. Da muss man ein bisschen Acht geben, wie man sich äußert, kommunikativ. Wir haben den Mond im Krebs. Da kann der ein oder andere schon mal etwas empfindlich reagieren. Du selbst natürlich auch. Wir haben bei dir Neptun in den Fischen rückläufig. Auch da, wo man nicht immer alles so realistisch sieht. Wir haben mit Venus und Uranus eine Energie, wo man dann etwas erreichen kann in Beziehungen. Wie gesagt, beruflich wie privat. Wir haben Sonne im Sextil zum Mond. Die Sonne in deinem Zeichen mit Krebsmond. Also das kann gut zusammenspielen. Wie gesagt, nur die Kommunikation, da muss man sehr zaghaft vorgehen. Was haben wir jetzt für die Jungfrau an diesem Tag? Sich den Gegebenheiten anpassen, mit dem Flow gehen, Rat des Schicksals. Erfolgreich, super. Und Informationen sammeln. Also du kannst erfolgreich Informationen mitteilen oder sammeln. Ich denke mal, dass du eben dich den Gegebenheiten anpasst und erfolgreich auch vermitteln kannst oder eben auch mit anderen sprechen kannst. Wir haben die 7 der Schwerter. Es könnte sein, dass dir etwas bekannt wird von etwas, von jemandem oder so, ne? Aber sei vorsichtig mit Dingen, die du erfährst. Die müssen nicht unbedingt stimmen, ja. Wir haben ja auch die Energie des Mars in den Zwillingen. Da kann es ein bisschen rau hergehen und dass da viel los ist und so weiter und dass du von sämtlichen Ecken irgendwelche Informationen bekommst. Wichtig ist, dass du das, was du vielleicht hörst oder was dir gesagt wird, hinterfragst und nicht einfach so als gegeben hinnimmst, ja. Da 7 der Schwerter ist immer das Verborgene und möglicherweise ist ja auch die Sichtweise, wie dir etwas erzählt wird, zu einseitig. Ist jetzt nur ein Beispiel, ja. Also hinterfrage das, wenn dir einer irgendwas erklärt, sagt oder irgendwie was berichtet, ja.
das sieht sehr gut aus, genieße es und dann wünsche ich dir viel Erfolg und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind heute bei Dienstag, 20. September 2022 mit Sonne und Venus in der Jungfrau. Man muss sich natürlich an die Regeln halten. Es geht um Verlässlichkeit, Genauigkeit. Ja, und vielleicht auch ab und an Kritikfreude. Wir haben den Mond im Krebs, was dafür sorgen kann, dass der eine oder andere oder du selbst eben auch ein bisschen überempfindlich ist. Wir haben den Merkur rückläufig in der Waage. Also da muss man in der Kommunikation ein bisschen Acht geben, sich nicht verzetteln. Mit dem Mars in den Zwillingen kann es sein, dass du dir zu viel zumutest. Achte darauf, dass das möglichst nicht passiert. Wir haben Venus, Trigon, Uranus. Man kommt gut in Beziehungen voran, wenn man sich aufeinander einstellt. Man kann viel bewerkstelligen. Die Sonne und der Mond stehen im Sextil. Das heißt, Fürsorge, liebevolle Energie und Genauigkeit ergänzen sich sehr gut. Also kannst du damit arbeiten. Der Mond wird gegen 20 vor 11 heute Abend in den Löwen wechseln. Aber bis dahin ist er im Krebs. Was haben wir für die Waage heute? Eremit, das ist die Jungfraukarte. Man geht in sich und schaut, wie man die Ziele erreichen kann, welche guten Seiten man hat, welche nicht so guten Seiten, also was man gut kann, was man nicht so gut kann und wie man das bewerkstelligen kann. Dann haben wir die Neun der Schwerter, das sind unnötige Ängste und Sorgen, aber auch Kommunikation und die Intuition. Das ist sehr gut, das bedeutet nämlich, dass du selbst auch sehr sensitiv bist und vielleicht auch Dinge rüberbringen kannst, also was so in dir vorgeht, was dich beschäftigt und so weiter. Aber wir haben den Teufel. Ich denke, dass du möglicherweise in die eine oder andere Richtung übertreiben könntest. Das bedeutet, entweder du schiebst richtig Panik oder machst Panik, ja, obwohl das vielleicht gar nicht so schlimm ist und nicht so wild ist. Oder eben du bist übersensibel und überempfindlich und kannst nicht vertragen, was andere dir sagen. Sei da bitte vorsichtig, geh da zaghaft ran mit dem rückläufigen Merkur. Kann man sich schneller irgendwo in die Nesseln setzen, als man das möchte. Also schön langsam machen und erstmal vorsichtig vorwagen. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind heute bei Dienstag, 20. September 2022. Sonne und Venus in der Jungfrau. Damit kommst du zurecht. Es ist aber nicht so, dass du da jetzt, dass das deine Lieblingsenergie wäre. Wir haben aber Neptun in den Fischen rückläufig. Mach dich sanft, tolerant und entgegenkommt. Der Mond im Krebs tut sein Übriges. Das ist schön. Sonne und Mond stehen übrigens im Trigon zueinander, das heißt, sie vertragen sich hervorragend, Genauigkeit und Sensibilität passen. Dann haben wir auch noch Uranus und Venus, die eben dafür sorgen, dass man gemeinsam viel erreichen kann, geschäftlich wie privat natürlich. Wir dürfen nur nicht vergessen, Merkur ist in der Waage rückläufig und sorgt für mögliche Missverständnisse. Da sollte man sehr genau überlegen, was man wem sagt und was man da oder ob das auch verstanden wurde. Ja, wir haben natürlich Mars im Zwilling und das bedeutet, es kann hoch hergehen, wie immer. Da kann viel los sein. Wir schauen mal, was wir für den Skorpion am heutigen Dienstag haben. Ein Neuanfang mit dem Narren. Eine Erkenntnis, das Ass der Schwerter, Klarheit und Wahrheit und die Illusion. Ja, da ist dann auch hohe Ansprüche, ja, dass man eben selbst an sich oder eben an andere hohe Ansprüche stellt oder eine Vorstellung hat, die nicht machbar ist. Die 7 der Kelche ist auch immer, man muss sich etwas aussuchen. Man kann nicht alle Kelche für sich beanspruchen. Das heißt auch irgendwo, dass man Einschnitte in Kauf nehmen sollte. Vielleicht ist das die Erkenntnis, dass man eben keinen Perfektionismus haben kann, dass man damit neu anfangen kann, dass man etwas wählt, dass man mit dem Schwert vielleicht einen glatten Schnitt macht, das eine oder andere weglässt und sich für das, was einem gefällt, entscheidet. Ja, gefühlsmäßig. Die Welt bedeutet ja etwas hinter sich lassen, etwas Neues beginnen. Ich könnte mir vorstellen, dass das in dem Zusammenhang auch etwas ist, eine Einstellung oder irgendwas, wo du sagst, das ist überholt, das ist nicht mehr neu, wir fangen neu an und das Alte wird hinter sich gelassen. Und auch die Illusionen, die ich mir vielleicht über etwas gemacht habe oder die zu hohen Ansprüche, lege ich beiseite. Wäre auf jeden Fall zu wünschen. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und sag bis morgen.
Ein herzliches Willkommen, lieber Schütze. Wir sind bei Dienstag, 20. September 2022. Sonne und Venus in der Jungfrau. Ja, Routine, Verlässlichkeit, Genauigkeit, auch Kritikfreude. Der Mond ist im Krebs, damit auch nochmal sensibilisiert, sensitiv. Auch du kannst natürlich äußerst sensibel sein. Du hast ja auch nicht Merkur, sondern Neptun in den Fischen rückläufig. Und das, ja, vernebelt so ein bisschen die Realität, ja. Wir haben dazu natürlich noch die Sonne im Trigon zum Mond. Also Sonne im Jungfrau, Mond im Krebs. Der Mond wechselt allerdings gegen 20 vor 11 heute Abend in den Löwen, was für dich natürlich wieder angenehmer ist. Ja, da ist es nicht mehr ganz so empfindsam. Wir haben auch den Uranus in einer Verbindung zu Venus, auch ein Trigon. Und das bedeutet eben, dass man gut Dinge vereinbaren kann, besprechen kann. Geschäftlich wie privat, das kann gut hinkommen. Wir schauen mal bei Merkur rückläufig in der Waage, wie der Schütze heute, ja, vorankommt. Informationen sammeln und weitergeben. Freundlich bleiben, nettes, liebevolles Entgegenkommen und Gespräche führen über Ängste, Nöte, Dinge, die einen beschäftigen. Ich denke mal, dass man etwas wissen möchte, dass du vielleicht etwas wissen möchtest oder etwas klären möchtest. Jemand versucht dir vielleicht hier deine Ängste zu nehmen. Mit den vier der Kelche ist es aber nicht das, was du hören möchtest. Kann sein, dass dich jemand enttäuscht oder dass dir jemand eine Absage in irgendeiner Form erteilt. Aber vielleicht ist das besser so, man weiß es nicht. Man muss auch Acht geben. Mit Merkur rückläufig kann man es ja auch in den falschen Hals bekommen. Wir haben die Sensitivität, wir haben sehr viel Gefühl hier auch drin. Kann sein, dass der ein oder andere da so ein bisschen beleidigt reagiert oder dass du selber beleidigt bist. Das, was dir geboten wird, ist nicht das, was du haben möchtest. Und vielleicht, ja, sagst du dann selber, nee, danke zu etwas, ja. Aber ich denke, dass du, ja, im Nachhinein wissen wirst, ob es die richtige Entscheidung war oder nicht. Aber ich denke, es ist wichtig, bei der Wahrheit zu bleiben und die Dinge auch beim Namen zu nennen. Aber freundlich zu bleiben dabei, ganz klar. Viel Erfolg und bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind heute bei Dienstag, 20. September 2022. Sonne und Venus in der Jungfrau unterstützen dich nach Kräften wunderbar. Ist ja auch Erdenergie, sehr schön. Wir dürfen nicht vergessen, Merkur ist rückläufig. Der Mond im Krebs, den wir haben, sorgt dafür, dass du ein bisschen weicher, ein bisschen sensibler auch unterwegs bist. Wir haben dazu noch eine Verbindung zwischen Venus und Uranus. Venus in der Jungfrau, Uranus im Stier, rückläufig derzeit. Und wir haben Sonne, Sextil, Mond, also Sonne in der Jungfrau und Mond im Krebs vertragen sich. Und so ist das auch bei dir als Steinbock. Du kommst mit dieser Sensibilität gut zurecht oder wendest sie an, um erfolgreich zu sein. Wichtig ist nur, vorsichtig, Merkur ist rückläufig in der Waage. Man kann schnell eben, ja, ich sag mal, was gesagt haben oder in den falschen Hals bekommen. Schauen wir uns das an für den Steinbock am heutigen Dienstag. Für seine Belange einstehen, aber nicht mit den Ellenbogen. Ja, man ist erfolgreich. Ich denke, du bist auch da sehr erfolgreich. Und wir haben aber eine gewisse Unzufriedenheit. Also wird das wahrscheinlich nur ein Teilerfolg sein, den du heute einstreichen kannst. Aber ein Erfolg ist ein Erfolg, auch wenn es ein kleiner ist. Ganz zufrieden bist du nicht. Aber vielleicht ist es auch so, dass du dich ein bisschen kompromissbereiter zeigen solltest, ja. Wir haben die Sieben der Kelche. Das bedeutet, deine Ansprüche sind ausgesprochen hoch, sowohl an dich als auch an andere. Aber ich wäre vorsichtig damit, also wenn du jetzt was Positives daraus erzielst, nur eben nicht in allem, das zu schmälern. Ja, freue dich an dem, was du gewonnen hast in irgendeiner Form. Du hast dich in gewisser Weise durchgesetzt, aber wahrscheinlich nicht 100%, sondern vielleicht 50% oder 75%. Aber es bleibt dennoch ein Erfolg. Den wünsche ich dir, lieber Steinbock, und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind bei Dienstag, 20. September 2022 mit Sonne und Venus in der Jungfrau. Versprechen,
sollten gehalten werden, Regeln befolgt und man sollte eben, naja, verlässlich sein und sich daran halten. Der Mond ist im Krebs und bedeutet, dass die Menschen oder auch du sensitiv, übersensibel und vielleicht auch überempfindlich sind. Wir haben dann auch eine Verbindung zwischen Uranus und der Venus. Also Uranus ist rückläufig im Stier, die Venus in der Jungfrau. Man kommt gut voran, man kann Dinge in Beziehungen verbessern und vielleicht auch einen Diskussionserfolg erzielen. Wir haben Sonne und Mond im Sextil zueinander, also Sonne in Jungfrau und Mond im Krebs vertragen sich gut. Da haben wir die familiäre, sensitive Energie. Wir haben aber auch Merkur rückläufig und da muss man sehr Acht geben, was man sagt und wie man es sagt, ja, weil die Verlässlichkeit ist da und das Gefühlvolle, ja. Ja, schauen wir mal, was wir für den Wassermann an diesem Dienstag haben. Du stehst vor einer Entscheidung. Du weißt nicht genau, wohin die Reise gehen soll und du hoffst auf dein Team, deine Mitarbeiter, deine Kollegen, deine Familie. Ich denke mal, dass du so ein bisschen irritiert bist hier. Unabhängigkeit, Freiheit, Selbstständigkeit, Single-Dasein. Also wichtig ist, dass du dir anschaust, was du bis dato erreicht hast, wo du stehst und dass du dich um dich ganz persönlich kümmerst, auch im Zusammenspiel natürlich mit anderen. Vielleicht weißt du nicht, was du tun sollst, du brauchst den Ratschlag, du brauchst Unterstützung, Rückendeckung oder vielleicht auch ein Resümee von anderen, was die dir raten würden. Ich würde danach fragen und ich würde natürlich schauen, dass ich als Wassermann hier eben auch mich um mein Wohlbefinden kümmere. Seelisches Wohlbefinden, mentales Wohlbefinden und natürlich auch körperliches Wohlbefinden. Wenn die Entscheidung jetzt noch nicht machbar ist, muss man halt ein wenig warten. Wir dürfen nicht vergessen, Merkur ist rückläufig. Ich wünsche dir einen schönen Tag und sag bis morgen. Herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind heute bei Dienstag, 20. September 2022. Sonne und Venus, wie gehabt, in der Jungfrau, Erdenergie, Verlässlichkeit, Genauigkeit. Der Mond ist weiterhin im Krebs, zumindest bis heute Abend, 20 vor 11. Dann wechselt der Mond in den Löwen. Bis dahin haben wir das Sextil zwischen Sonne und Mond. Wir haben auch Uranus in Verbindung zur Venus. Uranus im Stier rückläufig. Und Venus ist ja auch in der Jungfrau. Ja, ich denke, man kann einiges umsetzen. Wir haben dann auch natürlich Merkur rückläufig, nicht vergessen. Und wir haben Neptun in den Fischen rückläufig, was auch auf dich als Fisch Einfluss nimmt. Wie sieht's aus heute? Ja, Illusionen oder zu hohe Ansprüche. Fünf der Stäbe, Nervosität, vielleicht durch Mars in den Zwillingen oder Wettbewerb innerhalb von Gesellschaft. Das bedeutet, dass du vielleicht dich unwohl fühlst in einer Gruppe von Menschen, wo du vielleicht auch die Leute nicht kennst oder wo du dich gerade bewegst. Vielleicht musst du was präsentieren und bist nervös. Hohe Ansprüche bedeutet aber auch, dass du dich verzetteln könntest oder dass du unrealistisch an die Sache herangehst. Ja? Sei da bitte vorsichtig, denn man bringt dir positive Energie entgegen. Also keiner möchte übervorteilt werden. Es ist wichtig, dass du dich selber so ein bisschen auf die Dinge besinnst, die zu tun sind, langsam machst, dich nicht verzettelst und vor allen Dingen dich, wenn es hier zum Beispiel um Themen geht, wenn wir bei der Präsentation bleiben, um ein Thema ganz besonders und dann nicht zu viel. Ja? Die 7 der Kelche ist eine vorprogrammierte Enttäuschung, wenn man nämlich versucht, dem allen gerecht zu werden. Da hätten wir wieder auch mit der Jungfrau-Energie ja, des Perfektionismus und das muss nicht sein. Wichtig ist, dass das, was rüberkommt, verlässlich, sicher und optimal ist. Ja, dann kommt dir auch sehr viel Positives entgegen. Also nicht übertreiben, lieber Fisch. Bleib auf dem Teppich, bleib bei deinen Sachen, die du gut kannst und den Rest kannst du vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt rüberbringen. Und auch Wettbewerb ist vielleicht auch übertrieben empfunden von dir. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen.